So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich dir meine drei besten Aktien aus dem Portfolio und meine drei schlechtesten Aktien aus meinem Portfolio. Und ja, vielleicht ist da auch die ein oder andere Überraschung dabei. Viel Spaß! Das ist natürlich eine der meistgestellten Fragen, wenn ich auch mit Menschen spreche, die jetzt noch nicht wirklich an der Börse sind. Hey Maxim, was ist denn deine beste Aktie? Oder am besten natürlich noch, wo soll man jetzt drin investieren? Darum geht es aber heute nicht, sondern es geht sich darum, was sind denn meine Top-Performer aktuell in meinem Portfolio und was sind auch meine Aktien, die eben nicht gut performen in meinem Portfolio. Da möchte ich auch ganz ehrlich zu euch sein. Vorab natürlich, für die, die vielleicht neu sind oder mich noch nicht kennen, ich bin ein langfristiger Anleger. Was bedeutet das? Dass diese Top-Performer nicht unbedingt alle jetzt verkauft werden, da werde ich aber gleich auch was zu sagen, und diese Flop-Performer oder eben die Aktien, die weniger gut performt haben, natürlich jetzt nicht automatisch heißt, dass das Fehler sind oder dass das eben Aktien sind, die ich abstoßen werde. Ja, fangen wir also direkt an. Die beste Aktie, das beste Unternehmen in meinem Portfolio, ihr werdet, wenn ihr mich kennt, das wahrscheinlich auch schon wissen, ist natürlich Tesla. Aktuell mit 978% im Plus. Und ich habe leider Gottes, oder was heißt leider Gottes, ich bin trotzdem froh gewesen, diese Entscheidung zu treffen. Das erste Mal meine Tesla-Position reduziert, beziehungsweise meinen Einsatz rausgenommen, als die Vorsplit bei so ungefähr 850 Euro war, weil ich mir da einfach schon gesagt habe, okay, das ist einfach zu übertrieben, ich ziehe einfach meinen Einsatz raus, und ab da war ich sozusagen ja, ganz entspannt und konnte mit meinem Gewinn ja im Endeffekt ganz in Ruhe Tesla weiterlaufen lassen. Und dann ist Tesla auch weiter gestiegen auf 1200, habe dann wieder eine Tranche rausgenommen und dann wirklich diesen Rest jetzt, der auch noch drin ist, laufen lassen. Hat sich wieder extrem gut performt, also hat sich wieder extrem gut entwickelt. Und man muss natürlich ganz klar sagen, ich bin der Meinung, dass Tesla, dass das auch mal zu einem krassen Rücksetzer kommen kann. Ja, wie gesagt, bin da aber vor auch dabei gewesen zu sein, das ist tatsächlich die beste Aktie, die ich auch so in meinem Portfolio jemals hatte. Ja, also so eine Performance hatte ich mit keiner anderen Aktie, mit keiner anderen Investition, rein auf Aktien bezogen natürlich. Und ich bin mal gespannt, wo sich das hinentwickelt. Überlege da einen Teil auch wieder rauszuziehen und umzuschichten. Einfach aus dem Grund, weil Tesla wieder sehr viel von meinem Portfolio macht. Ja, auch die zwei nächsten Aktien, werde ich aber gleich auch noch zu kommen, wie und warum ich das teilweise dann auch eben auch entscheide, eine Aktie oder eine Position zu reduzieren, weil bei Tesla sehe ich einfach, das Potenzial nach oben ist einfach für mich mittlerweile relativ gering im Gegensatz zum Potenzial nach unten, weil es einfach ein regelrechter Hype auch dieses Jahr war. Da muss man auch einfach mal vernünftig sein und ja, ich sag mal, diese Gier ausschalten und auch in der Lage sein, ein bisschen klar zu denken, dass da natürlich auch mal ein Ausreißer nach unten von 30-40% eventuell mich jetzt nicht überraschen würde bei Tesla, wenn da mal, ich sag mal, ergebnismäßig Q1 zum Beispiel oder Q2 mal was nicht gut laufen würde. Ja. Dann kommen wir so zur Position Nummer 2, die habe ich auch schon etwas länger im Depot. Tatsächlich bin ich bei Amazon das erste Mal eingestiegen bei ca. 700, ja, habe dann aber mit dem Sparplan ab und zu natürlich mal nachgekauft. Ja, ich habe sehr früh angefangen damals, als ich Amazon gekauft habe, und die ist mit 169% im Plus. Und bei Amazon muss ich ganz klar sagen, ich bin immer noch überzeugt, dass Amazon auf dem richtigen Weg ist. Ich sehe noch ganz viel Potenzial, gerade jetzt auch durch die Corona-Krise. Ich meine, man braucht nur ein bisschen bewusst zu sein, man braucht das nur ein bisschen zu beobachten, ja, wie viele Pakete einfach von Amazon jeden Tag. Ich wohne hier auch in einer Residenz, das heißt, hier sind sehr viele Wohneinheiten drin, und Amazon sehe ich quasi jeden Tag, und auch generell habe ich mich mit einigen Mitarbeitern von Amazon unterhalten, unter meinen Followern, und das ist einfach Wahnsinn. Man kann sich das gar nicht vorstellen, was da los ist, und ich glaube, Amazon wird einfach noch also das Ziel von Jeff Bezos ist ja witzigerweise immer noch nicht zum profitabelsten Unternehmen zu werden, sondern immer noch auf Wachstum, und in dieser Größe noch so stark zu wachsen wie Amazon, finde ich einfach beachtlich. Natürlich genau wie bei Facebook und diesen großen Fangaktien ist immer dieses Gerücht Zerschlagung und oh mein Gott, und das wird alles zerstören. Das Gerücht gab es aber auch schon damals, als ich Amazon gekauft habe, irgendwie 2016 oder sowas. Also das ist für mich jetzt kein Grund, da auszusteigen, sondern Amazon ist wirklich ein langfristiges Investment für mich immer noch, was ich einfach halte, wo ich auch überzeugt bin, dass diese Aktie immer noch oder dieses Unternehmen extrem viel Potenzial hat. Dann zur dritten Aktie, wobei ich da sagen muss, ich finde die Bewertung mittlerweile etwas
sportlich, und da überlege ich mir tatsächlich auch, die Position einfach zu halbieren sozusagen, weil ich da einfach nicht mehr viel Potenzial sehe. Ja, ich habe da eine faire Berechnung gemacht, nochmal die Bewertung angeschaut, auch mit mehreren Kunden im Coaching, und man kommt einfach immer wieder dazu, dass Apple ja massiv zu teuer ist aktuell gerade, was eben auch daran liegt, dass, ich sag mal, die Aktie dieses Jahr einen guten Sprung gemacht hat, hat sich sehr, sehr gut entwickelt, aber das Unternehmen ist einfach dieser Entwicklung nicht hinterhergekommen. Das heißt, es ist einfach eine Differenz zwischen Unternehmensentwicklung und Aktienkurs, wie es auch so oft einfach mal passiert an der Börse. Und Apple ist bei mir gerade 186%, nein, 168%, sorry, im Plus, und macht bei mir im Moment auch 8% meines Portfolios aus. Und da ich, ja, das müsst ihr jetzt wissen, da ich Berkshire natürlich auch als große Position in meinem Depot habe, als zweitgrößte in der Amazon, habe ich da natürlich auch nochmal einen Klumpen Apple drin. Dann nochmal in einem MSCI World, deswegen bin ich da tatsächlich jetzt auch gerade in meinem Depot am Umschichten, da Apple einfach in eine alternative Aktie zu investieren. Werdet bald erfahren, in welche Aktie ich dieses Geld dann auch investieren werde. Also noch habe ich sie nicht verkauft, aber ich werde das sicherlich in Betracht ziehen, weil mir einfach das Potenzial von Apple nicht vom Unternehmen, sondern die Bewertung einfach so sportlich ist, dass einfach die Rendite der nächsten Jahre teilweise schon in dieser Aktie drin ist. Deswegen ich da auch aufgrund meiner Situation im Depot eben umschicht. Das heißt jetzt nicht, jeder, der Apple hat, sollte das auch machen, sondern überlegt euch das immer, wie hoch ist die Gewichtung, wie ist eure Situation, wie ist euer Case, wie ist eure Renditeerwartung, und demnach könnt ihr eben handeln. Dann kommen wir zur bitteren Realität, zu den schlechten Aktien. Ja. Also viele Leute reden natürlich immer nur vor ihren Gewinnern. Jetzt reden wir natürlich auch mal von unseren schlechten Aktien, von meinen schlechten Aktien. Wie gesagt, ich sehe da gar kein Problem drin. Und natürlich hört sich das jetzt an, dieses Schlechte, denkt man so, das waren alles Fehlentscheidungen. Werdet aber bei manchen Aktien wahrscheinlich auch denken, das sind ja Top-Unternehmen. Genau das ist es nämlich. Nicht alles, was gut läuft oder gut gelaufen ist, muss ein Spitzenunternehmen sein für die Zukunft, und nicht alles, was schlecht läuft in deinem Depot, muss unbedingt ein Fehler sein. Also wenn du Positionen hast, die 30, 40% im Minus sind, dann heißt das nicht direkt, dass du fatalen Fehler gemacht hast oder dass das Unternehmen absoluter Schrott ist, ja, wie auch manche hier immer behaupten. Du musst dich von allem trennen, was im Minus ist. Finde ich absoluter Schwachsinn, vor allem wenn du langfristig anlegst, ja, da mal eine Aktie im Minus ist. Das wird immer mal wieder passieren. Ja. Also mit dem Helmut, mit ihm mache ich öfters Livestreams, und er hat gesagt, 80% seiner Aktien in seinem Depot waren schon mal mehr als 50% im Minus. Was bedeutet das? Ja, du musst auch manchmal gute Unternehmen halten, wenn sie eben mal ein Problem haben, kurzfristig mal ins Minus geraten, und nicht einfach nur verkaufen wie irgendein Trader, wenn du langfristig anlegst. Ja. Also nochmal den Hinweis, mach dir deine Strategie klar, weil ich habe immer das Gefühl, dass viele Leute so ein bisschen verwirrt sind. Ja, und dann denken, oh, wenn was im Minus ist, weil jetzt Finanzblogger XY gesagt hat, du musst jetzt deine schwachen Aktien verkaufen, muss man die verkaufen. Es hängt von der Strategie ab. Also du kannst nicht einfach blind mir zuschauen und einfach das machen, was ich sage. Deswegen biete ich auch mein Coaching an, indem ich einfach sehr objektiv die Sachen mir anschaue von meinen Kunden und auf deren Situation eins zu eins eingehe und da meine Meinung einfach außen vor lasse. Und das, sage ich mal, können oder macht offen, also öffentlich bei vielen Leuten, die geben natürlich immer ihre Meinung preis, und viele Leute meinen dann einfach, das kopieren zu müssen. Das ist nicht, ist gefährlich, weil einfach du nicht weißt, was ist denn das Investment Case oder die Strategie von demjenigen, der zum Beispiel sagt, du musst alle Aktien, die im Minus sind, rauswerfen. Als Trader macht das natürlich Sinn, sich auch mal im Verlust von Aktien zu trennen, aber als langfristiger Investor muss man immer das Investment Case checken und dann die Entscheidung treffen. Nicht nur, weil jemand sagt, rot ist schlecht, raus ist Depot, das dann machen. Kommen wir zur ersten Aktie. Ja, tatsächlich ist es Imperial Brands, ein Tabakunternehmen, minus 22%. Ja, war auch mal schlimmer dieses Jahr, also bei minus 40%. Im März, glaube ich, war das, und ist tatsächlich ein Unternehmen, was ich gekauft habe damals. Ich glaube, vor einem Jahr war das, oder anderthalb Jahren oder 2 Jahren, wo ich gesagt habe, okay, ich bin eigentlich überhaupt kein Tabakfan. Ich feiere diese Branche auch nicht so krass, aber ich fand es einfach diesen Gedanken. Ich habe früher mal geraucht, interessant, einfach mal von dieser Branche mir ein bisschen was über die Dividenden zurückzuholen. Also ist ein Investment, was ich mehr oder weniger jetzt nicht ultra ernst nehme, ist auch eine sehr kleine Position in meinem Unternehmen, in meinem Depot, aber ich finde sie trotzdem generell über die Tabakindustrie kann man sich natürlich streiten mit dem Ethischen, ja. Ich kann euch sagen, viele Leute fragen mich immer, wie sieht das denn bei dir ethisch aus? Ich versuche schon darauf zu achten. Ich ernähre mich auch seit über 3 Jahren pflanzlich. Ne? Also ich versuche mein Bestes zu geben, und jeder sollte einfach das für sich selber entscheiden. Aber bei Tabak habe ich gesündigt in meinem Depot und habe da diesen Wert drin.
Bin aber immer noch der Meinung, dass Imperial Brands, aber auch viele andere Tabakunternehmen, trotz des Rückgangs ja, der Tabakkonsumenten weltweit, nicht weltweit, aber also da kann man auch noch drüber sprechen, da kommt auch die Indonesien-Analyse, ja, aber insgesamt, die Tabakbranche geht einfach zurück, der Trend ist negativ, aber das Interessante ist einfach, dass durch diese Preissteigerungen diese hohen Cashflows, wenn man es jetzt auf Imperial Brands bezieht, immer noch standhalten können und da einfach immer noch massiv Geld verdient wird. Eine krasse Marge auch wird da, generell bei Tabakunternehmen sind die Margen einfach sehr, sehr gut. Und ich finde Imperial Brands immer noch interessant. Also schaut euch die Free Cashflow Rendite an, schaut euch einfach die Dividendenrendite an. Das ist interessant, wenn die aufrechterhalten bleiben wird, dann ist das ein interessantes Unternehmen und ich glaube auch einfach, dass es immer noch günstig bewertet ist, ja, aber wie gesagt, es macht eine kleine Position in meinem Depot aus und ich würde das jetzt auch nicht größer gewichten als ein paar Prozent im Depot, ja, also so viel dazu. Dann, der zweite Kandidat ist Fresenius, ja, Fresenius mit minus 7%, da muss ich aber auch ganz klar ehrlich sagen, die waren bei mir natürlich etwas schlechter in der Performance, habe danach gekauft, deswegen hat die durchschnittliche Performance oder der Einstiegspreis, ja, sich natürlich geändert. Ja, dementsprechend bin ich da nur noch 7% im Minus. Ja, ich habe da bei 32 Euro nachgekauft, jetzt steht sie bei 37 Euro heute. Dementsprechend ist das jetzt bei minus 7%. Fresenius ist aber meiner Meinung nach ein Unternehmen, was fast überhaupt keine Beachtung bekommt, irgendwie in dieser Finanzbubble, wo ich aber sage, hey, Fresenius ist von Corona nicht total massiv betroffen und ist für die nächsten Jahre kein ultraschnelles Wachstumsunternehmen, aber Wachstum ist da und ich bin da sehr, sehr positiv, vor allem, weil die Bewertung einfach, schaut euch da einfach mal gerne Fresenius an, das ist keine Anlageberatung, das ist einfach nur meine Meinung und schaut euch da mal so die Bewertung an, ich finde es sehr attraktiv und da ist sehr viel Potenzial in der Aktie und sehe da auch für die nächsten Jahre einiges an Potenzial ist und ist auch wirklich in meinem Depot ein bisschen größer jetzt geworden, weil ich einfach sage, gut, ich kenne das Unternehmen, ich bin überzeugt davon, dass das in den nächsten langfristigen Jahren, 5 bis 10 Jahren, extrem aufholen wird wieder und dass das dann auch wieder ja, mir gute Rendite einbringen kann. Ja, Dividendenrendite übrigens auch historisch sehr, sehr hoch bei ca. 2% aktuell oder zumindest bei mir aktuell. Ich sehe hier gerade im Depot 2,15% aktuell, wenn man kauft. Sehr, sehr spannend und schaut euch auch gerne mal den Buchwert des Unternehmens an, generell das Unternehmen, Geschäftsmodell und dann könnt ihr natürlich dann selber entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Und dann zweites Unternehmen, was sehr schlecht gelaufen ist, was heißt sehr schlecht, ist Johnson & Johnson, da kann ich nur drüber lachen. Ja, das ist, ihr wisst selber, das ist ein sehr, sehr stabiles Unternehmen. Ist noch eine Mini-Position, habe ich mal per Sparplan angefangen, möchte ich durch einen Einzelkauf jetzt bald auch mal erhöhen die Position auf 5-6% mit minus 6%, aber das ist für mich jetzt keine Katastrophe. Also all die Sachen, die hier schlecht laufen, da ist jetzt nicht, wo ich sage, also für mich ist wirklich, wenn etwas schlecht läuft, wenn ich merke, gut, ich habe eine Investment-Fehlentscheidung getroffen, das Investment-Case ist nicht mehr intakt, es geht nicht auf, dann sage ich ganz klar, okay, Maxim, du verkaufst, es war ein Fehler, aber solche Aktien habe ich gerade nicht im Depot. Ja. Ich habe einfach nur das Luxusproblem, dass gerade manche Aktien meiner Meinung nach zu gut gelaufen sind und ich natürlich jetzt überlege, da umzuschichten, aber ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden mit meinem Portfolio. Ja. Was ist dieses Jahr noch passiert? Gut, ich habe einiges nachgekauft im Corona-Crash, was natürlich auch sehr, sehr positiv auffällt, ist zum Beispiel PayPal, habe ich gekauft bei, ich weiß gar nicht wann genau, im März, April, die haben sich jetzt auch schon mehr als verdoppelt, da bin ich 121% im Plus und ansonsten, wie gesagt, ich habe einige Positionen, die sind verdoppelt. Nike habe ich auch 100% im Plus, falls es euch interessiert. Was haben wir denn noch, was gut ist? Facebook 55%, Fraport jetzt 30%, Klinowelt 22%, Alphabet 71%. So, ihr habt mal so ein bisschen den Eindruck, was in meinem Depot so renditetechnisch los ist. Starbucks 80%, also alles ist relativ gut am Laufen. Ne? SAP ist jetzt relativ neu, 10% im Plus. Sixt auch 2% im Plus, waren auch mal tief im Minus dieses Jahr. Ja, also ihr seht, im Endeffekt habe ich da jetzt keine Zombie-Unternehmen drin oder Unternehmen drin, wo man sagt, 80%, 90% totale Fehlentscheidung. Also ich bin sehr zufrieden und habe da auch ein gutes Händchen gehabt die letzten Jahre, weil ich mir, ich lasse mir einfach Zeit bei der Analyse. Versuche immer nur das zu kaufen, was ich auch wirklich verstehe, wo ich auch hinterstehen kann und das solltet ihr eben auch machen. Ja, und so habt ihr mal einen Einblick bekommen, was bei mir so performance-technisch gut aussieht. Ja,
Und ja, ihr könnt ja mal gerne unter diesem Video schreiben, was sind denn eure Unternehmen, die gut waren, die schlecht waren, was waren eure Fehler, was waren eure guten Sachen, die dieses Jahr passiert sind. Mein Fehler dieses Jahr war eigentlich, dass ich im April nicht aggressiv genug gekauft habe. Habe ich aber auch schon mehrmals in Videos gesagt, weil ich einfach auch so viel zu tun habe und ich zum Beispiel jeden Tag Kunden habe und mein eigenes Portfolio teilweise darunter leidet. Das würde ich aber 2021 auch mal wieder ändern. Ich hatte sehr viel dieses Jahr einfach zu tun, Gesellschaft gegründet und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich da nicht so aggressiv investieren können, wenn man das so sagen kann. Aber das ist natürlich auch nur ein Luxusproblem. Ich bin an sich sehr, sehr zufrieden mit meinem Portfolio. Insgesamt ist die Rendite so bei circa, wenn man es nur auf das Aktienportfolio bezieht, aktuell so bei 55% im Plus. Das heißt, circa auf die Zeit, die ich jetzt dieses Portfolio habe. Man hat natürlich auch Verkäufe gemacht, das heißt, man kann es nicht genau sagen, aber wenn man es jetzt darauf bezieht, was jetzt da ist, habe ich die letzten Jahre so 10-12% pro Jahr gemacht an Rendite mit meinen Aktien, was für mich sehr zufriedenstellend ist. Bleibt natürlich auch interessant zu sehen, wie das in den nächsten Jahren wird. Ja, so viel dazu. Und wenn du jetzt natürlich sagst, du möchtest im neuen Jahr oder auch noch gerne in diesem Jahr mit mir sprechen und möchtest einfach mal in den Aktienmarkt einsteigen mit einem roten Faden, mit einer Struktur, möchtest jemand, der dich dabei begleitet, ja, dann kannst du dich natürlich gerne melden auf www.mxrode.com, ja, und wenn da alles passt, werde ich dich anrufen, wir schauen uns einfach mal deine Situation an, ob und wie ich dir da helfen kann und dann können wir da gerne ein Erstgespräch führen. Ich wünsche dir auf jeden Fall schöne Feiertage, wenn wir uns nicht mehr sehen, und alles Gute im neuen Jahr. Dein Maxim, wir sehen uns im nächsten Video.